Hast du schon einmal etwas von Pastor Adeboye gehört? Pastor Adeboye ist ein sehr interessanter Mann. Er ist Nigerianer und leitet die Redeemed Christian Church of Christ. Das ist ein Gemeindeverbund mit über 5 Millionen Mitgliedern, 14.000 Gemeinden und einem gewaltigen Campus, der im Norden der nigerianischen Stadt Lagos liegt. Dort ist allein eine Universität mit 7000 Studenten untergebracht. Dort ist ein Gemeindegebäude, kann man nicht wirklich dazu sagen. Es ist mehr so ein Auditorium, eine Art überdachter Platz. Der ist 500 Meter breit und 1200 Meter lang. Dort finden die Gottesdienste statt, komplett überdacht. Und dieser Mann, der von Gott in mächtigerweise gebraucht wird, gilt nach der amerikanischen Zeitung Newsweek als einer der einflussreichsten Menschen auf diesem Globus. Die Zeitung bringt regelmäßig Listen heraus über die einflussreichsten Menschen auf der Erde und da war er kürzlich auf Rang 49. Diesen Mann Gottes, der wirklich Erstaunliches getan hat, der war vor kurzem in Deutschland. Und in einer kleinen, bescheidenen Veranstaltung in Frankfurt hat er prophetische Worte über Deutschland ausgesprochen. Und weil das nun nicht irgendwer ist, sondern wirklich ein Mann, den Gott in gewaltiger Weise gebraucht, haben wir diese Texte auf unserer Homepage veröffentlicht. Und ich lade dich herzlich ein, dir das einmal durchzulesen, was Pastor Adeboye zu Deutschland sagt. Da heißt es beispielsweise: Ich glaube, die Zeit für Deutschland ist gekommen. Ich glaube, die Zeit für Europa ist gekommen. Und ich glaube, dass die Erweckung, für die wir gebetet haben, sehr bald beginnen wird. Und er fährt fort: Ich sage das hier nicht zum Spaß. Das ist ein prophetisches Wort. Es wird schneller geschehen, als viele von euch denken. Und etwas später sagt er noch: Und wenn ich sage, ich stehe unter der Salbung des Heiligen Geistes als Repräsentant des Allerhöchsten Gottes und ich sage, dass innerhalb eines Jahres eine mächtige Erweckung in Deutschland sein wird, wie viele von euch sind bereit dazu, Amen zu sagen? Wenn ich sage, ich stehe unter der Salbung des Heiligen Geistes und ich weissage zu Europa, dass in weniger als 2 Jahren ganz Europa anfangen wird zu sagen, Jesus ist wieder Herr, wie viele von euch werden dazu Amen sagen? Kein Mensch hat erwartet, dass Pastor Adeboye solche Worte weitergibt. Keiner hat ihn dazu aufgefordert. Er hat einen Ruf zu verlieren, wenn das, was er hier gesagt hat, nicht stimmen sollte. Aber wir glauben, dass Gott ihn gebraucht, um uns wirklich unmissverständlich klarzumachen, dass wir in Deutschland, in Europa vor einem echten Veränderungsprozess stehen. Wir glauben, dass wirklich Gott diese Nation, diese Nationen, diesen Erdteil begegnen wird in einer ganz neuen Weise. Die Veranstaltung fand Ende Mai statt. Und er hat hier ganz klar gesagt, innerhalb eines Jahres wird in Deutschland was passieren. Wir sind gespannt, was Gott tun wird. Gott sagt, ich tue nichts, was ich nicht zuvor durch den Mund meiner Propheten kundgetan habe. Wir laden dich ein, lies dir den Text einmal durch und erwarte, dass Gott mehr für dich und mehr für uns alle hat.